Moin Ladies und Gentlemen, hier ist das angekündigte Kombination-Video. Bevor wir jetzt aber starten, habe ich noch kurz ein paar Infos für euch. Und zwar kann nicht jeder Kämpfer jede Kombination, wie ihr das nachschauen könnt, zeige ich euch jetzt. Ihr geht in Trainingsmodus und dann bei Techniken ansehen. Dort können wir dann sehen, welche Kombination oder welche Techniken wir für die jeweilige Kombination können oder halt auch nicht. Ich glaube, hier bei Kombos können wir auch direkt sehen, zum Beispiel was Georges St-Pierre alle drauf hat für Kombination. Das könnt ihr dann halt nachgucken. Noch ein kleiner Tipp von mir. Ich werde das Ganze hier auch als schriftlichen Guide unten in der Videobeschreibung einfügen. Deswegen meine Empfehlung, guckt euch das Video bis zum Ende an, screenshottet dann eben die Infobox und macht das Ganze dann bei euch auf der Xbox oder auf der PS4 nach. In der Videobeschreibung seht ihr auch, welche Tasten ihr drücken müsst. Ich werde hier jetzt immer nur einblenden, welche Techniken ihr in welcher Reihenfolge benutzt. So, noch eine kleine Info und dann will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich kündige jetzt monatlich an in meinen Kanal-Trailer, welche Videos auf jeden Fall kommen. Falls was für euch dabei ist, dann gerne abonnieren und viel Spaß jetzt mit dem Kombination-Video. So, die erste Kombination ist Jab gerade. Zack, zack. Ganz einfach. Patsch, patsch. Könnt ihr auch gerne durchspammen. Also das macht sehr viel Schaden. Und ist auch noch sehr schnell und verbraucht zudem noch sehr wenig Ausdauer. Kommen wir zu Kombination Nummer 2. Da hätten wir dann Jab, Jab und gerade. Ganz einfach, die Kombinationen werden aber zum Ende hin schwerer. Zack, zack, peng. Zack, zack, peng. Zack, zack, peng. So, die dritte Kombination ist auch noch ganz easy und zwar Lead Hook und Haken. Zack, zack, zack. Und da taumelt er schon. Also, Lead Hook, Haken. Schon liegt er. So, kommen wir zur Kombination Nummer 4. Da haben wir Jab, Jab, Haken. Zack, zack, Peng. Zack, zack, Peng. Zack, zack, Peng. Kombination Nummer 5 haben wir den doppelten Uppercut. Klopf, 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 klopf. Und da liegt der St-Pierre schon wieder. Zack, zack. Auch ganz einfache Geschichte. Kombination Nummer 6 hätten wir Uppercut-Haken. Zack, 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 zack. Zack, zack. Kombination Nummer 7 geht dann jetzt auch ein bisschen mit auf den Körper. Jetzt wird das Ganze ein bisschen komplizierter. Da hätten wir dann einmal Uppercut Körper und direkt den Haken hinterher. Kleiner Tipp am Rande, ist immer gut, wenn man die Angriffe dynamisch setzt, weil kann man sich ja vorstellen, wenn er nur auf den Kopf klopft, das lässt sich natürlich einfacher blocken als zum Beispiel sowas. Kombination Nummer 8 hätten wir den Uppercut und Overhand hinterher oder wahlweise auch Haymaker. Ich zeige euch das mal. Zack und zack. Er ist unten vor Skin und dann vor die Glatze. Das macht Schaden. Zack, zack. So, Kombination 10 wird jetzt schon wieder etwas interessanter und da hätten wir einmal Lead Elbow, Ellbogenstoß. Lead Elbow, Ellbogenstoß. Das Gute bei der Kombination ist, die könnt ihr frei aus dem Block schlagen. Während ihr blockt, seid ihr dazu in der Lage, euren Gegner schön mit Ellbogenstöße einzudecken. Bleibt auf jeden Fall noch weiter dran, gleich kommen mal die richtig fetten Ellbogenstöße. So, Kombination Nummer 11 und jetzt decken wir unseren Gegner zusätzlich noch mit Tritten ein. So, die Kombination 11 sieht wie folgt aus. Jab, Kick zum Körper, Jab, Kick zum Körper, Jab, Kick zum Körper. Und nochmal, Jab, Kick zum Körper. Kombination Nummer 12, da hätten wir jetzt Jab gerade Lead Roundhouse.
So, klatsch, klatsch, Kick hinterher. Klatsch, klatsch, Kick hinterher. Der geht manchmal zum Kopf, manchmal geht er zum Körper. Meine Empfehlung, drückt auf jeden Fall nur L1 oder LB, wenn er den Kick macht. Kombination Nummer 13 besteht nur aus Tritten, und zwar Lead Leg Kick, Kick zum Körper. Nochmal, Lead Leg Kick, Kick zum Körper. Lead Leg Kick, Kick zum Körper. Sehr schön. Kombination 14 steht an, die ist schon verdammt cool. Und zwar haben wir Lead Hook, Spinning Sidekick, Klatsch, und der liegt direkt in der Ecke. Nochmal, Lead Hook, Spinning Sidekick und Knockout. Das ist echt ein geiles Dingen. So, das Ganze jetzt nochmal andersrum in Kombination Nummer 15. Und zwar haben wir Lead Hook und Spinning Sidekick zum Körper. Dann fliegt er auch noch einen ganz schönen Meter. Zack, nochmal. Nummer 16, auf jeden Fall auch einer meiner Favoriten. Da hätten wir Lead Hook und Handplant Roundhouse. Das Ganze sieht dann so aus. Zack und zack. Klatsch, klatsch. Direkt nochmal mit dem Fuß hinterher. So, Kombination Nummer 17 ist wieder eine reine Box-Kombo. Und zwar hätten wir Jab, gerade, Uppercut, Uppercut. Zack, 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 zack. Das macht sau viel Schaden. Zack, zack, zack. Da kam der letzte Uppercut schon gar nicht mehr hinterher. Nochmal. Jab, gerade, Uppercut, Uppercut, Knockout. Dann hätten wir jetzt Lead Hook Spinning Backfist. Auch eine ganz nice Geschichte. So, jetzt zeige ich euch das mal. Zack, zack. Zack und die Drehung. Lead Hook Spinning Backfist, Freunde. So, Nummer 19 ist die schöne Ellbogenkombination, von der ich euch ja gerade schon erzählt habe. Und zwar hätten wir den 6-to-9 Elbow to Spinning Elbow. Sehr freundlich. Ich zeige euch das mal schnell. Zack, zack. Zack, zack. So, Nummer 20. Da hätten wir jetzt auch wieder eine reine Boxkombination. Das wäre Jab gerade, Lead Hook Haken. Zack, 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 zack. Ist auch eine sehr schöne Kombination. Zack, zack, zack. Geht auch sehr flott und macht auch dementsprechend viel Schaden. So, jetzt kommen wir zur Nummer 21. Und hier fangen meine Kick-Changer-Kombos an, die ich ja so gerne benutze. So, wir fangen an mit Lead Roundhouse Kick, Spinning Side Kick. Das Ganze sieht so aus. Klatsch, klatsch. Und da fliegt er schon fast aus dem Oktagon. Jetzt zeige ich euch das nochmal ganz kurz. Das ging ja hier jetzt schon ziemlich schnell. So, angelaufen kommen. Braucht er nicht. Ist aber eine kleine Empfehlung. Angelaufen kommen. Lead Roundhouse und patsch, direkt hinterher. Da habt ihr mal oben gesehen, das Leben, wie schnell das weggeht. Also ich meine die Kopfgesundheit. Pam! Richtig mit Schwung. Habt ihr das gerade gesehen? Den habe ich bewusst daneben gesetzt. Da ist auch nochmal ein kleiner strategischer Tipp. So, ihr setzt den Lead Roundhouse, setzt da ungefähr hier hin. So, dann denkt euer Gegner jetzt, ja geil, ich kann voll mit dem Haymaker kontern. Aber ihr setzt nämlich den Kick und patsch! Haut dann nochmal den Spinning Sidekick hinterher. Lasst uns das Ganze jetzt nochmal in Nummer 22 ein bisschen umdrehen. So, der erste Kick geht jetzt zum Körper, der zweite in die Fresse. Und zwar, so, Lead Roundhouse zum Körper, Spinning Sidekick in die Fresse. So, in Nummer 23 ändern wir das Ganze noch ein bisschen. Und zwar geht hier der erste in die Fresse, der zweite im Bauch. Ne? Lead Roundhouse Kick, Spinning Sidekick zum Körper. Klatsch. Auch sehr schön, vor allem wenn ihr den auf Abstand halten wollt. So, Nummer 24 ist quasi nochmal das gleiche, aber das war das beides zum Körper machen. Einmal Lead Roundhouse Kick zum Körper, dann der Spinning Sidekick zum Körper. Gut, das klappt wunderbar. Damit könnt ihr auch schön die Ausdauer vom Gegner zerstören. So, Nummer 25 setzt voraus, dass ihr auf jeden Fall in der Nähe des Käfigs seid. So, mit dem Bauch zum Käfig. So, Lead Roundhouse Kick hauen wir den erstmal ins Gesicht.
So, der zweite zum Körper. Ihr kommt angerannt und Showtime-Kick. Direkt vor die Glatze. So, nochmal. Lead Roundhouse. Zum Körper. Showtime-Kick. Und da liegt er. So, das waren die 25 Kombinationen, die ich in meinen Kämpfen benutze. Und ich hoffe, ich konnte euch wahnsinnig gute Tipps mit auf den Weg geben. Und hoffe auch, ihr könnt die sehr gut umsetzen und gewinnt mehr Kämpfe. Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Und an diejenigen, die jetzt tatsächlich noch bis zum Ende geguckt haben, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt außerhalb von YouTube, dann guckt gerne mal bei Twitch vorbei. Ich werde aber nicht nur UFC spielen, sondern auch WoW Classic, Blair Witch und Control momentan. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Video. Haut gut in die Tasten. Ciao.